willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute werden wir Muffins mit euch backen. Sollen wir ein Foto zeigen? Ja, schon. Also es ist so ein richtig fettes Backbuch und deswegen, ja, das werden wir heute backen. Und ja, wir werden dabei, also wir werden nicht ganz normal nur backen. Wir werden auch so Challenges machen mit diesen Kärtchen. Emilia erklärt euch das jetzt kurz. Also immer bei jeder Zutat sozusagen, wenn wir so ein Kärtchen ziehen und da steht halt eine Challenge oder eine Einschränkung drauf, die wir halt irgendwie schaffen müssen. Okay Leute, mach jetzt kurz Schnick, Schnack, Schnuck, wer, also Schere, Stein, Papier, wer mit der ersten Challenge beginnt. Schere, Stein, Papier. Du, oder? Weil du hast ja gewonnen. Ja, dann. Ja, okay, beginne. Ja, dann beginne ich mit der ersten Challenge. Okay, ich muss jetzt Mehl und Backpulver ohne Hände backen. Oh. Also das heißt, ich kann ganz normal und sie muss jetzt backen ohne Hände. Also das mit den Dings. Ja. Okay. Okay. So, warte, ist sie auf 0? Ja, dann warte jetzt auf 0. Dann wir brauchen jetzt 160 Gramm Mehl. Ich hoffe, da ist noch genug drin. Oh Gott, wie soll das gehen? Wie das aussieht, das ist super. Das ist echt anstrengend. Hm. Zu viel, zu viel. Oh Gott, jetzt muss ich das mit dem Löffel zurück tun. Warte. Warte, ich gebe dir einen Löffel. Kannst du das nicht einfach machen? Ja. Das ist ja nicht schon. Nein, ein Löffel da. Ja, das passt. Okay, das Mehl ist jetzt drinnen. Und jetzt kommt noch Backpulver rein. Du musst einmal einen halben Teelöffel und einmal einen Viertel Teelöffel. Mach's einfach so, also einmal. Ja, ich mach einfach einen Teelöffel. Ein Dreiviertel, oder? Ich das ist genau das zusammen. Und ich probiere es mit meinem Mund zu machen. Warte, ich muss das. Okay, gerne. Okay, what are you doing? Okay, das ist ein halber. Oder so ein bisschen. Eigentlich ein bisschen noch. So ganz bisschen. Okay, das passt, denke ich, oder? Ja. Okay, das haben wir jetzt schon mal geschafft und das geben wir jetzt in die große Schüssel. Okay Leute, ich ziehe jetzt die nächste Challenge, weil ich mache jetzt Zucker und Salz. Das ist meine Schüssel und ich ziehe jetzt. Gott, ich habe Angst, ich nehme das. Gehörlos? Ja, okay. Das ist eh leicht. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir gehörlos. Sie hört halt wirklich gar nichts. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir bei Gehörlos blind machen. Und ich darf sie führen, weil wartet kurz. Es wäre gar nicht schlimm. Es wäre gar nicht schwer. Was muss ich nochmal machen? Salz und Zucker. Salz und Zucker. Okay, jetzt mach mal deine Augen zu. Ich habe zwei Augen zu. Okay, ich muss sie jetzt ein bisschen führen. Okay, du schaffst das. Lass mich alleine. Sie hat genau einen Punktlandung gemacht. Oh mein Gott. Und jetzt noch eine Prise Salz. Mach deine Augen zu. Augen zu. Augen zu. Ich weiß nicht, wo Salz ist, Leute. Okay, das Salz ist auch dort auf der Seite. Sie hat's geschafft. Hab ich getan. Oha, Leute, hier ist Musik. Ich habe ohne Spaß jetzt nichts gehört, also ich weiß nicht, was ich geredet habe. Ich habe irgendwie selbst nicht mitbekommen. Sie hat irgendwie genau 150 Gramm geschafft, ich weiß es auch nicht. Aber das kommt jetzt auch in die Schüssel. Okay, Leute, Emilia macht jetzt Kakao, 40 Gramm, und sie wird jetzt wieder ziehen. Ich jetzt wieder? Stumm. Das ist aber nicht so schwer. Das heißt, du darfst nicht reden einfach. Du musst so tun, als würdest du gerade für mich reden. Ja. Hallo Leute, ich bin's Emilia. Ich mache jetzt 40 Gramm Kakao, Backkakao in eine Schüssel. Ja,
Digga, du machst jetzt doch so mit Papa. Ach, komm, zwei Dinge. Wir machen jetzt 40 Gramm. Genau. Ich versuche das ganz genau, also reinzubringen. Genau 40 Gramm. Das ist meistens eh nicht so schwer. Aber ja, ich sollte mal ein bisschen schneller, weil es geht sowieso nicht. Okay, Leute, irgendwie funktioniert es nicht. Es wären irgendwie nur 5 Gramm. Oh Gott. Okay, also ich habe jetzt 30 Gramm, jetzt fehlen mir nur noch 10 Gramm, weil ich brauche ja wie gesagt 40. Und genau 40, ja Leute, das ist auch nicht so schwer, ich bin immer so gut darin. Und jetzt bin ich halt legit voller Schoko. Voller Schoko. Oh nein, wir haben den Kakao nicht gesiebt, sonst nur noch mal 7. Leute, wir müssen jetzt alles basically noch mal 7. Leute, es wird jetzt richtig krass, weil jetzt kommen Eier. Wir haben ja ein Ei zur Reserve, falls eins kaputt gehen sollte. Was es wahrscheinlich wird. Vielleicht hast du ja Glück und nein, es kommt stumm. Nein, Leute, ich bin darin voll gut. Ich schaff das. Vielleicht hast du Glück und es kommt stumm. Und ich mache jetzt hier. Nein, ich hoffe, es kommt was Schwieriges. Oh, es kommt stumm, Leute. Wow, das ist jetzt echt nicht spannend. Nee, kann man nichts machen. Spannend. Okay, Sophia? Leute. Sophia? Ich habe jetzt fast gerade eine Schüssel umgeworfen. Jetzt werden wir fast alle Eier zerstört. Und jetzt versuche ich erstmal hier das zu machen. Ja, okay, jetzt habe ich das geschafft erstmal. Ich habe sogar keine Schale reingebekommen. Ich bin richtig stolz auf mich gerade. Weil eigentlich, ich kann das nicht so gut. Ich hätte jetzt fast eine Schale reingetan. Ja, jetzt kommt noch das zweite Ei. Ich hoffe, das zerbricht nicht. Weil ich mache das hier sehr aggressiv. Und jetzt sind da so zwei Eier drinnen. Und jetzt, wir müssen das, glaube ich, so verrühren bei diesem Mixer dort. Bei diesem Mixer dort, zeig hin bitte. Bei diesem Mixer, so hol ihn ein bisschen her, so. Weil man sieht den, glaube ich, nicht. Jetzt versuche ich das erstmal hier reinzubekommen, weil eigentlich ich arbeite damit nicht. Und ich habe es falsch gemacht. Deswegen wird mir jetzt Emilia ein bisschen helfen, das hier reinzubekommen. Weil jetzt passt es. Und jetzt muss ich erstmal das hier so machen. Und ich habe es falsch gemacht. Und ich hab's direkt falsch gemacht. Jetzt werden wir das erstmal ein bisschen schneller vermixen. Und jetzt kommen wir gleich zur nächsten Zutat. Als nächstes kommt Buttermilch. Und jetzt werde ich erstmal eine Challenge ziehen. By the way, wir brauchen 150 Gramm Buttermilch. Die werden wir auch wieder direkt dort reingeben. Genau. Diesmal mache ich es richtig an. Okay, Leute, Emilia bekommt jetzt die, wo sind die? Die Kopfhörer. Und wir machen jetzt wieder Musik an. Ich muss auch blind sein, das dabei. Leute, ich habe jetzt für Emilia Musik. Leute, Emilia hat jetzt Musik, das heißt, sie kann gar nichts hören. Und sie wird jetzt 150 Gramm von diesen Dings da machen. By the way, du musst auch deine Augen schließen, gell? Leute, sie muss ihre Augen schließen und sie muss jetzt 150 Gramm von Buttermilch reingeben. Hier, erstmal aufmachen. Schon offen. Und jetzt musst du genau 150 Gramm. Warte kurz! Mann, sie hört mich nicht. Egal. Ja. Es ist einfach gerade Werbung. Egal. Digga, das ist viel zu viel. Das ist... Nee. Ah, das ist 154. Das ist gut. Ich dachte kurz, es ist 900, wenn ihre Hand drauf war. Du hörst gerade gar nichts, oder? Zu Nebenrisiken und Wirkungen packen Sie die Lesungsbeilage und atmen Sie Ihren Frag- oder Artipuka. Jetzt kann sie es da rein... Musst du reinschütten? Ja. Das kommt jetzt so da rein. Ja. Mach! Sehr schön. Warum bist du rein? Wir müssen das schon nehmen, weil sonst haben wir zu wenig Kram zum
backen. Richtig gut. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass wir ganz alleine backen. Danach kommt Sonnenblumenöl. Also wir nehmen Rapsöl dafür. Weil wir haben kein Sonnenblumenöl. 150 Gramm und ich werde jetzt meine Challenge spielen. Blind, Leute. Blind. Ich mache das jetzt blind. Ich muss es so ganz alleine so circa einschätzen. Du kannst mir sagen. Ja. Du kannst, weil ich darf sie nicht darf hören. Das heißt, sie kann einfach Stopp sagen. Ja. So okay, ich hole jetzt erstmal eine Augenbinde. Siehst du was so? Okay. Nein. Nein, ich sehe nicht. Welche Zahl halte ich? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Ohne Spaß. Okay, Leute. Also, ich werde jetzt beginnen. Ich werde jetzt 150 Gramm Rapsöl in diese Schüssel geben. Und okay. Ich mache das jetzt erstmal auf. Bitte pass auf. Danke, ja. Mach's ganz langsam. Okay, Emilia wird ganz langsam Stopp sagen. Ganz. Bitte. Ich muss mich konzentrieren. Okay. 150 Gramm, gell? Gib den Finger weg von der Schüssel, weil sonst kann man nichts spüren. Sag mir einfach Stopp. Ja, ich sag Stopp. Kommt da überhaupt was? Ja, ne? Warte. Ganz langsam noch, ganz langsam, ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Nein, weiter, weiter. Ich sag Stopp. Ganz langsam. Du schaffst das. Stopp, stopp, stopp. Was? Wir haben es geschafft. 160, das passt schon. 160 sind ein bisschen zu viel. Ja, es sind noch Rest. Es war noch irgendwie zu viel am Anfang. Du hast es geschafft. Ja, ich hab geredet. Keine Ahnung, wie ich jetzt aushöre. Und das kommt jetzt auch dort rein. Als nächstes kommt hier Espresso hinein. Frisch aus der Maschine. Frisch aus der Maschine. Die ist da, wenn es so ölig, was da passiert. Ja, Rapsöl ist passiert. Ja, zu viel Rapsöl. Mit Gabel. Mit. Ich muss mit Gabel einen Espresso. Das wird Jahre dauern. Das wird wirklich. Gib mir eine große bitte. Das wird wirklich. Leute, ich gebe mir jetzt extra eine kleine Gabel. Sie darf jetzt so reinfassen und das da reingeben. Und sie muss legit 40 Gramm. Und deswegen, ich würde sagen, viel Spaß. Ne? Viel Spaß bei der Timelapse. Leute, ich gebe jetzt einfach schon so Vanilleextrakt rein. Weil daraus können wir eh keine Challenge machen. Wir müssen nur ganz wenig reintun. Und das ist teuer. Und wenn wir da so blind machen und dann so viel zu viel reintun, meine Eltern bringen mich um. Deswegen werden wir wieder gesperrt bei Livestream. Das reicht schon. Dann hat es ein bisschen Vanillegeschmack. Leute, fertig! Wir haben es geschafft! Oh mein Gott, schaut mal unsere Hände bitte an. Das ist der letzte Schritt, der jetzt da reinkommt. Jetzt kommt der allerbeste Teil. Test! Boah, schmeckt geil. Schmeckt auch nach Kaffee so, natürlich. Das werden gute Muffins. Es werden so Kaffee-Muffins, Leute. Ich liebe Kaffee. Und jetzt werden wir den hier noch ein bisschen umrühren mit dem. Und dann werden wir sie in diese Preppy-Formen, die sind echt bunt, die sind echt geil. Thank you.
Okay, Leute, wir sind jetzt fertig. Wir haben ja auch schon also Verzierung draufgegeben. Und Leute, oh mein Gott, mir ist das einfach gerade runtergefallen. Und ich habe beide Upsi, ich habe beide noch nicht probiert, Emilia schon. Und deswegen machen wir jetzt ein Taste-Test und bewerten von 1 bis 10. Okay, so sieht das aus. Und da ist da sogar Schoko rausgeflossen. Voll von 10. Ja, auch so 9 von 10. Weil ich finde, man schmeckt so ein bisschen Kaffee und das ist voll geil. Aber er ist generell so geil, oh mein Gott. Und vor allem die Schoko innen drin, weil den Kaffee, ist. Den wir mit den Kabel da getan haben. Auf jeden Fall sehr geil. Und falls euch fragt, ja, es ist schon dunkel draußen. Ja, auf jeden Fall, Leute, ihr könnt das Rezept gerne mal nachprobieren. Irgendwie. Vielleicht habt ihr ja gemerkt, wie das geht. Weil ihr immer die Mengen dazu gesagt. Das Rezept ist von Sandys. Ja, also, von Sandys Kochbuch. Ja. Falls ihr es nachmachen wollt. Okay, Leute, also hoffentlich hat es euch gefallen. Und lasst gerne alle einen dicken Daumen oben da. Und